euch ein neues Format und zwar werde ich heute für euch ein Street-Interview machen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. So, nächstes Interview mit Asian Boy und zwar heute habe ich mit die... Die Lara, hi. Ah, ein sehr schöner Name. So. Und von wo kommst du ganz genau? Ich bin in Essen geboren worden, mein Vater ist Kurde, meine Mama ist Deutsche. Ah, interessant, nicht schlecht, ist ein guter Mix auf jeden Fall. Und wie alt bist du, die Lara? Ich bin 20 Jahre alt. 20 Jahre alt ist sie, siehst auch sportlich aus, fit. Machst du auch Sport? Gelegentlich, ja. Jetzt nicht viermal die Woche, aber so zweimal schon. Ah, okay. Zweimal die Woche machst du schon. Und genau, wie lange dauert so eine Trainingseinheit bei dir, wenn du zum Sport gehst? Unterschiedlich. Ungefähr anderthalb Stunden. Wenn ich mal keine Lust habe, nur eine Stunde. Ja. Machst du ganz genau Fitness oder was machst du? Genau, ich gehe ins Fitnessstudio und SmackFit. Und so typische Mädels, Bauch, Beine, Po, bisschen Rücken nochmal dazu, genau. Da können sich auf jeden Fall viele Mädels mal ein Beispiel an dir nehmen. Das ist ein gutes Vorbild auf jeden Fall. So, ansonsten, genau, die Frage, die bestimmt jeder hören möchte. Genau, stehen Frauen auf Männern mit Muskeln? Ich finde, das ist sehr subjektiv. Die meisten würde ich aber sagen, ja. Also, ihr habt es gehört. Also, das bedeutet immer schön ins Fitnessstudio gehen und schön pumpen. Dann kommt ihr auch besser an bei den Mädels. So, das war's dann auch schon. War ein gutes Interview, hat mich gefreut. Schön, hat mich auch gefreut. Genau. Zu guter Letzt möchtest du noch was zu deinen Freunden, Familie, was in die Kamera, Zuschauer, was sagen? Ich hab euch alle lieb, das wisst ihr auch. Also, ihr euch alle lieb, also, lasst ein Like für ihr extra da. Nicht vergessen. So. Schönen Tag euch. Danke, schönen Tag noch. Vielen Dank. Ja. Gutes Interview. Ja. Wen habt ihr heute zu tun? Talia. Und von wo kommst du? Nee, Bielefeld. Hier Bielefeld, ah, okay. Und wie alt bist du? Ich bin 24. Du siehst auf jeden Fall wesentlich jünger aus. Ich hätte schon so auf 21, 22 geschätzt. Danke, sehr nett. Du hast dich also auch ganz gut, wie ich sehe, auch gut fit gehalten. Ja, ich gebe mein Bestes. Und machst du auch Sport? Ja, mache ich. Was machst du so für Sportarten? Ich gehe ins Fitnessstudio, mache da halt was mit Cardio, Krafttraining, alles. Nicht schlecht. Respekt auf jeden Fall für die Leistung. Wie oft gehst du so die Woche? Momentan 5 bis 6 Mal die Woche. Ich versuche momentan mich ein bisschen zu steigern. Nicht schlecht auf jeden Fall, sieht man dir aber auch an, dass du halt sehr sportlich bist. Danke. So, ansonsten, genau, meine nächste Frage, was ich fragen wollte, zum eigentlichen Thema. Stehst du auf Männern mit Muskeln? Ja, darf aber nicht zu viel sein. Zu viel, okay. Was ist für dich zum Beispiel zu viel? So typische Stripper-Männer, die sind zu viel. Echt, Stripper-Männer? Okay, aber ist Geschmackssache, weil es gibt einige, die halt draufstehen auf Stripper-Männer mit zu viel Muskeln und eher weniger. Ja, yeah, aber für mich ist das zu viel. Und das sollen wir auch akzeptieren, also es geht auch völlig in Ordnung, dass es zu viel ist. Würdest du sagen, dass es bei mir zu viel ist? Ein bisschen. Ein bisschen zu viel, ah, okay. Auf jeden Fall gut, auf jeden Fall. Aber es ist gut, weil ich will auch krass aussehen, deswegen muss ein Mädchen zu mir sagen, dass das zu viel ist. Weil wenn die sagt zu wenig, dann sehe ich halt nicht krass genug aus. Bei dir fühlt man sich auf jeden Fall sicher. Okay. Auf jeden Fall, ja, es steigert auch das Selbstbewusstsein mit Sport, Fitness, Lifestyle. Klar, ja, auf jeden Fall. So, wir kommen jetzt auch zu der letzten Frage. Und zwar, wir bewerten jetzt dein Aussehen. Du bewertest selber. Wir haben eine Skala von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 sehr gut. Wie würdest du dein Aussehen bewerten? Sehr schwierig. Ich würde aber eine 7,5 nehmen. Echt? Warum so, wie nennt man das? Ja, bodenständig? Keine Ahnung, wie es halt. Aber ich hätte dir schon auf jeden Fall eine 8, eine 9 gegeben. Danke. Ja, aber warum? Weiß nicht. Ich bleibe bei 7. Ja. Sehr bodenständig, auf jeden Fall eine sehr bodenständige Antwort. Danke. Das war's auch mit dem Interview. Vielen Dank für das coole Interview. Danke. Ciao. Heute habe ich mit die... Helen. Jule. Von wo kommt ihr eigentlich? Düsseldorf. Ich auch. Ah, okay. Und seid ihr heute zu Besuch in Berlin, oder? Ja, genau. Wir waren auf dem Festival hier. Sehr gut. Und wie gefällt euch Berlin so? Sehr gut, ja. Mir auch. Okay. Und wie alt seid ihr eigentlich? 17. Ich bin 18. Ah, okay. Ansonsten, was macht ihr so beruflich? Wir haben gerade Abitur gemacht. Wir arbeiten noch beide zusammen in einem Café in Düsseldorf. Also man sieht euch an, dass ihr Sport macht. Macht ihr Sport? Ja. Ja, ich auch. Also ich gehe ins Fitnessstudio. Ah, cool. Und du? Ich habe Hockey gespielt und spiele noch Tennis und ja, mache auch manchmal so Fitness. Sehr Vorbild. In welchem Fitnessstudio trainiert ihr so? Bei Felix, ja. Ich mache das eher so zu Hause, Workout-mäßig. Cool, auf jeden Fall. Und wie oft trainiert ihr so die Woche? Unterschiedlich, je nachdem, wie es passt gerade. Ich probiere immer dreimal die Woche zu gehen, aber klappt jetzt nicht immer. Ich mache jetzt. Also, so dreimal die Woche ist schon gut. Genau, was viele gerne hören wollen, stehen Frauen auf Muskeln, Männer mit Muskeln? Ja, ich würde
allem schon. Ja. Auf jeden Fall. Okay, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das hören die Männer auf jeden Fall sehr gerne. Da lohnt es sich doch schon ins Gym zu gehen und zu trainieren, denke ich mal. Ja, ansonsten, die letzte Frage für heute. Wir haben eine Skala von 1 bis 10 und wir wollen jetzt, dass ihr euch euer Aussehen selbst bewertet. 1 ist schlecht, 10 ist sehr gut. Wie würdest du dein Aussehen bewerten? Jetzt rein von der Fitness her oder? Also jetzt Gesamtpaket, sagen wir mal. Fitness, Ausstrahlung, alles. Ich würde sagen eine 8. Sehr gut, auf jeden Fall. So würde ich auch sagen, eine 8. Passt auf jeden Fall sehr gut. Nochmal zum Schluss, wollt ihr noch was an eure Zuschauer, Freunden etwas sagen in die Kamera? Ja, Grüße an die Chicas. Ja, Grüße an die Chicas. Von mir auch. Also Grüße an die Chicas, Leute. Das war's dann auch. War sehr gut gewesen. Hab ich gefreut. So. Perfekt. Was war, mit wem habe ich es heute zu tun? Laura. Von wo kommst du eigentlich? Aus Frankreich. Frankreich, ah. Cool. Und von welcher Stadt? Aus Marseille, Südfrankreich. Machst du generell Fitness? Ja, genau. Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, also Fitness zu machen. Auf jeden Fall. Trainierst du auch in ein Fitnessstudio? Ja, damals, jetzt nicht mehr, aber ich war, darf ich den Marc sagen, von wo ich war letztes Mal, oder? Ja. Homes Place war ich, genau. Und ich meine, also ich habe damals 2 bis 3 Mal pro Woche gemacht, genau. Sehr gut. Und warum hast du jetzt dann plötzlich dann aufgehört? Warst du verletzt gewesen oder woran lag das? Nö, ich habe ein neues Community entdeckt, das heißt so Förderfitness und wir sind eine kleine Gruppe von Leuten und wir trainieren 2 bis 3 Mal pro Woche und es gibt immer verschiedene Übungen, entweder drehen oder draußen in einem Park, wenn der Sommer gut ist. Sehr gut, das klingt sehr interessant an. Genau, und wie lange trainierst du eigentlich schon? Schon seit 10 Jahren ungefähr. Also nicht nur Fitness, aber andere Sport wie Tennis oder Skifahren, genau. Stehst du auf Männern mit Muskeln? Ab und zu so Sport machen und gut essen, ja. Was bedeutet für dich zum Beispiel fit zum Beispiel? Also nicht super muskulös, aber Leute, die einfach so ab und zu Sport machen und trainieren, das muss nicht so 10 Tage pro Tag sein, aber ab und zu, ja, dann können die einfach Sport zusammen machen, aber genau. Also meinst du jetzt so mit Hardcore nicht so ein Bodybuilder, der jetzt so richtig extrem massig? Nicht so, ich finde das persönlich nicht so schön. Ich weiß, andere Leute mögen das. Aber ich finde das so Männer, die einfach so gut aussehen. Ist das für dich zum Beispiel schon zu viel bei mir zum Beispiel? Nee, es ist auch gut. Genau, das ist nicht so viel, nicht zu wenig. Das ist auch so gut. Also meinst du, dass du einfach so trainierst und auf deinen Körper aufpasst? Also, ich bin sehr gefreut. Okay, danke schön. Okay, und schönen Tag. Danke fürs Interview. Dankeschön. Ciao. Boah, wenn du weißt, du machst was richtig, wenn du Neider hast. Wenn du Fehler nicht bereust, sondern draus lernst und weitermachst.